In. Wow! Es ist ein Junge. Sobald du rausgeflutscht bist, stoss ich den ersten Schrei nach Nervenkitzel los. Dein Herz rast wie ein Ferrari. Du bist ein Superheld, ein Abenteurer, ein Kämpfer. Auf deine Missionen ballerisch mit schwerem Geschoss um dich und rettest wunderschöne Prinzessinnen aus den Klauen von Bösewicht und rettest die ganze Welt vor ihrem Untergang. Wenn du umkehrst, steh wieder auf. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Du bist ein Bub und die Welt braucht deine Stärke. Aber was, wenn du gar kein Abenteurer bist? Vielleicht bist du ein Stubenhocker. Es ist nämlich gar nicht so einfach, die Welt zu retten. Vielleicht liebst du Stille viel mehr als Geballerie. Oder lesest lieber deine Romane, als sie draussen zu prügeln. Vielleicht trägst du lieber Tutu als Fußballschuhe. Spielst du lieber Klavier als Schlagzeug. Simone de Beauvoir hat mal gesagt, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird's. Ich behaupte, das könnte genauso gut heissen, man kommt nicht als Mann zur Welt, man wird's. Ich bin unterwegs zu einem, der zu diesem Thema eine Meinung hat und sogar ein Kinderbuch darüber geschrieben hat. Der Benz Friedli. Nach einer Karriere beim Radio und bei der Zeitung tut er momentan mit seinem neuen Bühnenprogramm «Kein Witz durch die Schweiz». Wie du aufpasst, ist eine kurze Dialog. Gehen wir Starbucks? Habe ich zu viel Geld? Der Bumm ist schon vorbei! Es ist schon vorbei! Ich treffe ihn in Zürich zum Kaffee. Dieses Jahr kommt ja dein erstes Kinderbuch raus. Mach's wie Ebi Sascha. Und um wen geht's genau? Es geht um zwei Geschwister. Ein etwa 13-jähriges Mädchen und ein 11-jähriger Bub. Und die sind halt einfach ein bisschen umgekehrt. Er ist total Ross-Fan, völlig Pferdenarr und liest ganz viele Bücher. Und sie ist Fußballerin, völlig begeistert. Mein Wunsch wäre natürlich, dass sich auch Kinder können identifizieren, die jetzt nicht shooten, die aber vielleicht sonst etwas Untypisches machen. Wenn jetzt ein Mädchen, das handwerklich begabt ist und gerne mit Holz zimmern, oder ein Bub, der gerne Perlenkettinnen machen, oder wo einfach immer das ein bisschen ausschlafen von der vorgesehenen Rolle, dass sie sich bestärkt fühlen. Im Momentan werden ja eben die Geschlechterrollen, die du ja auch angesprochen hast, oft diskutiert. Meistens unter dem Begriff Gender. Und der sollte ja quasi so soziales, kulturelles Geschlecht bezeichnen und unterscheiden vom biologischen Geschlecht. Also quasi das Gender bedeutet die soziale Rolle, die man in der Gesellschaft hat. Findest du die Unterscheidung zwischen biologischem Geschlecht und sozialem sinnvoll? Kann man die überhaupt machen? Ja, ganz unbedingt. Also, es gibt so gesellschaftliche Rollenmuster, die wir immer noch hey, im vorletzten Jahrhundert zum Teil leben, wo ein Mann soll erfüllen oder nicht erfüllen. Das hat jetzt noch überhaupt nichts damit zu tun, ob du quasi im falschen Körper bist auf die Welt gekommen. Ich fühle mich sehr als Mann, aber ich habe einfach gewisse Erwartungen, die die Gesellschaft an einen Mann hat, nicht wollen erfüllen. Ja, und es ist total herzig, wenn wir heute... Ich bin der Älteste bei unserem Fußballteam. Wir sind seit 19 Jahren dabei und die meisten Kollegen sind jetzt erst gerade am Kind bekommen. Mhm. Letztens waren wir wirklich unter der Dusche, fünf Jungs, und haben nur über Säuglingsbetreuung geredet. Hey, Benz, wegen dem Gemüseshoppen. Und wie hast du das Abend gemacht? Und ich gefunden, vielleicht ist gleich etwas passiert. Eben, es ist ja so wirklich fast schon Hype entstanden um Gender mittlerweile. Und findest du, der ist übertrieben? Es ist jetzt schon ein kleiner Hype. Und der Hype ist ärgerlich, aber das Thema ist wichtig und darum nehme ich den Hype in Kauf. Natürlich ist vieles an dieser jetzigen Diskussion schrill, ist auch übertrieben und entspricht eben noch nicht der gesellschaftlichen Realität. Aber in 30 Jahren wird man zurückschauen und sagen, zum Glück hat es die dann gegeben. Wir waren ja heute Morgen in einem Spielzeugwarengeschäft. Und dort war wirklich alles drin. Sie hat zuerst mal sicher blau und rosa. Und bei den Frauen ist eher so die Empathie, das soziale Miteinander, also so Barbie-Puppen und Partys, die man können anstellen konnte. Der Küchenherd, zum Beispiel Spielzeugherd. Ja. Und bei den Männern war wirklich alles auf Konstruktion ausgelegt und auf Kämpfe und auf Held sein. Und denkst du, dass da einschränkt spürt, also vor allem jetzt auch junge Männer, jetzt in Bezug auf junge Männer?
Ja, das glaube ich. Ich bin auch fies. Ich tue allen, die Kinder bekommen im Bekanntenkreis, extra genderuntypische Sachen schenken. Und es ist Horror. Das Schlimmste war die H&M-Kinderkollektion vor ein paar Jahren. Mhm. Mädchen rosa, hellblau, Buben, Tarnfarbe. Das ist so vorgegeben, wo sie natürlich sagen, ja, der Markt verlangt es so. Ich habe das Gegenteil erlebt. Im McDonald's hat es ja bei den Kindermeals für die Tochter wirklich so ein rosarotes Prinzessinnenbäbeli gegeben. Auf einem Bub so ein unglaubliches Monster. Und nachher haben die einfach getauscht, meine Kinder. Die haben einfach, sie hat lieber das Monster wollen und er hat lieber das Bäbeli wollen. Und das ist so eine von diesen vielen Begebenheiten, die ich mir einfach gesagt habe, das soll doch möglich sein. Die Interessentrennung, die schon in der Kindheit anfängt, zieht sich weiter. Die Zeit der Entwicklung vom kleinen Bub zum Erwachsenen scheint eine oberflächliche zu sein. Gesellschaftliche Erwartungen und Ideal tragen mehr Bedeutung als jedem anderen Lebensabschnitt. Denn sie sind die Orientierung in der Suche nach sich selber. Let's love. Wachsen die Haare, wo vorher keine waren. Testosteron übernimmt das Regime. Du wirst breiter, stärker, muskulöser. Du brichst gerne Regeln. Du bist halt einfach ein Draufgänger. An Sex mangelt es dir nicht. Du bist der Hirsch im Bett und weißt, wie man Frauen rumkriegt. Du bist ihren Beschützer. Und Schultere zum Anlehnen. Und wenn ich dann doch mal eine abweise, steckst du es locker weg. Herzschmerz, das ist etwas von Frauen. Aber was, wenn du lieber träumst, als Regeln zu brechen? Und dir deine Muskeln genauso wichtig sind wie Trump der Umweltschutz. Wenn du insgeheim auf die grosse Liebe wartest, jemand, mit dem du dich verstanden fühlst und wo auch dir eine Schulter zum Anlehnen bietet. Klar, gegen den Strom schwimmen will nicht jeder. Man kann auch in der Herde glücklich sein. Aber viele Menschen können und wollen halt einfach nur in die andere Richtung und pfeifen auf jedes Hindernis. Zu diesen Menschen gehört mein nächstes Befragungsopfer. Und trotz seiner starken Persönlichkeit weiss auch er, dass es leider noch viel zu wenig Gegenfahrbahnen gibt. Ich bin Milky Diamond. Ich bin Video-Artist und Nightlife-Personality und ich bin 23. Ich fühle mich als Mann. Aber so ein meine Definition von Mann. Ich bin von 15 bis 20 immer rumgelaufen in ein Mädchen. Weil ich habe nicht das Gefühl, ich bin transsexuell, sondern ich habe einfach Lust gehabt, es ist viel mehr Fun. Also musste ich mich mit 20 so ein bisschen neu erfinden. So, wie sehe ich denn aus als Mann? Ich finde, wir tun alles viel zu fest schubladisieren. Und I don't give a fuck. Wenn mich jemand als Frau bezeichnet oder als Mann, es ist mir total egal, weil schlussendlich bin ich genauso ein Human Being wie jeder andere. Und wenn jemand more comfortable ist und findet, hey Milky, sie, dann soll das so sein. Du hast eigentlich auch deine Sexualität nie hinterfragt oder auch dein biologisches Geschlecht. Du Nein, hast... ich habe vielleicht so 5 Minuten mal überlegt, bin ich vielleicht transsexuell und dann 5 Minuten gedacht, nein. Nein, bin ich nicht. Also ja. Eben, du findest, man kann auch zum Beispiel sich als Mann fühlen oder biologisches Geschlecht als Mann und trotzdem nicht wollen alle Erwartungen erfüllen, die an einem Mann da sind. Ja, also mein Vater kommt aus einer Familie von Bauarbeitern und
Dort war von Anfang an klar, immer, also bei mir in der Kindheit. Mein Vater war nie rum, er war immer am Arbeiten. Hat seine eigene Firma. Und wenn du nicht so bist oder nicht so machst, dann bist du kein Mann. Mhm. Und ich habe gefunden, so Bullshit. Alles, was er repräsentiert hat, wollte ich nicht sein. Er war so kalt, überhaupt nicht gefühlvoll. Und hat sich eigentlich nicht gross um eine Familie gekümmert, sondern er hat vielleicht immer ein Ansehen von seinem Vater haben, der erfolgreicher war früher. Oder ich weiß nicht, vielleicht einfach seine Firma weiterleiten und erfolgreich sein. Ich glaube, das war einfach sein Hauptziel, einfach für andere zu arbeiten. Mhm. Und für mich war das nicht so. Ich wollte genau ein anderer sein, ich wollte herzlich sein, ich wollte freundlich sein. Und das machen, was ich will. Ich habe immer gefunden, ich bin genau so ein Mann, wenn ich jetzt ausgesehen oder wenn ich einen Perücke noch habe. Weil ich bin ein Mann und Drag ist, was ich mache. Widerstand habe ich eigentlich nicht gross gespürt, weil wenn ich Widerstand gespürt habe, ob es von einer Familienmitglied ist oder von einer Freundschaft, habe ich einfach gesagt, I don't need this person. Mhm. And I move on. Und dann habe ich einfach ganz viele Leute rausgelassen in meinem Leben. Weil ich habe mir immer vorgestellt, dass ich vielleicht irgendwann 40 oder 50 bin. Und totally sad bin, weil ich mich immer angepasst habe an die Gesellschaft. Mhm. Und das eigentlich nicht wollte, sondern ich habe gefunden, ich mache genau das, was ich will. Und wenn das dann für gewisse Leute gegen das System ist, I don't give a fuck. Wann hast du dich das erste Mal verliebt? Das brauche ich eine Zigarette. Also so richtig verliebt mit Beziehung mit 18. Mhm. Und dann bin ich mit der Person zusammen gewesen, bis ich 20 war. Aber die Person hat mich immer, hat nicht gewollt, dass ich immer mehr umlaufe wie ein Girl oder dass ich so meine, dass ich so werde, weil ich habe immer berühmt werden und ich wollte immer vor der Bühne stehen. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Grund, warum dann die Beziehung dann auch auseinander ist. Und wie ich vorher gesagt habe, wenn jemand mir im Weg steht, dann muss die Person gehen. Also dann bist du eigentlich mehr zum Drag gekommen, weil du einfach hast wollen, auf einer Bühne stehen. Ich erinnere mich, als ich irgendwie 80 war, so, das ist das erste Mal Popstars gelaufen. Und ich habe zu meiner Mama gesagt, Mami, ich will auch ein Popstar werden. Und ich habe das jetzt, also nicht mit dem Massen, aber ich habe meine Bühne und ich habe meinen kleinen Fame. Ja. You can be my daddy. Das Bild vom starken Mann, der hart im Nähe ist und selten scheitert, wird vielen Männern beim Schritt ins Erwachsenenleben zum Verhängnis. Auch als Erwachsener prägt die soziale Rolle zwischen menschlichen Beziehungen, Alltag und Berufs- und Familienleben. Das nächste Kapitel handelt vom dritten und letzten Lebensabschnitt. Erfolg. Ja, das ist dein Stichwort. Und du bist erfolgreich in jeglicher Hinsicht. Im Beruf gibst du alles. Und bringst mehr als genug Geld heim. Scheitern, das Wort existiert in deinem Wortschatz nicht. Und auch wenn neben der Familie und dem Beruf nicht viel Zeit übrig bleibt, weißt du doch immer mit perfekt graumelierten Koteletten, gestyltem Haar und glatt gebügelten Anzügen zu entzücken. Die Schwiegereltern lieben dich. Du bist halt einfach ein richtiger Mann. Im Zuge der Emanzipation haben sich Frauen aus der ganzen Welt in Lobbys organisiert, um ihr Geschlechterbild zu verändern und mitzugestalten. Diese Entwicklung fehlt in Bezug auf die männliche Geschlechterrolle. Es gibt nur vereinzelte Organisationen, die die Sozialrolle des Mannes mitgestalten wollen. Eine davon ist die Schweizer Männerlobby Männer.ch. Ich treffe mich mit Nicolas Zock, der die Organisation vertritt. Laut eurer Webseite Männer.ch setzt ihr euch für den Gleichberechtigungsprozess zugunsten von allen Geschlechtern ein. Aber wenn man über Gleichberechtigung diskutiert, dann redet man meistens nur über die Rolle der Frau, also halt von der benachteiligten Rolle. In welchem Bereich des Lebens seht ihr eine Benachteiligung des Mannes? Also wo muss man anpacken?
Wir sehen einfach Gleichberechtigung als einen Prozess, der alle Geschlechter betrifft. Für uns ist es einfach ganz wichtig, dass sich Männer auch bewegen. Und zwar geht es darum, um sowohl Sorgearbeit, also unbezahlte Arbeit, daheim gleich zu verteilen, wie auch die Erwerbsarbeit. Das ist so mal der Kerngedanke von Gleichberechtigung oder Vergleichstellungsarbeit, wie wir ihn sehen. Und da sind wir einfach darauf, Väter am involvieren. Benachteiligungen gibt es schon auch direkte für Männer, die aber häufig einfach auf die Rollenbilder zurückführen sind. Also geht es darum, die Rollenklischees zu überwinden. Und eine konkrete Diskriminierung ist sicher die Wehrpflicht, die nur für Männer gilt. Mhm. Aber auch das kommt aus dem Rollenbild heraus, der starke, wehrhafte Mann, der die schwache, hilflose Frau verteidigt. Mhm. Und klar, beim Sorgerecht, Unterhaltsrecht, sind die Männer auch benachteiligt, weil es einfach klar ist, ein Kind braucht die Mutter. Und der Vater, der ist optional, auf den kann man auch verzichten. Wichtig ist, dass er zahlt. Aber es gibt auch immer wieder, obwohl das neue Sorgerecht eine gewisse Gleichberechtigung vorsieht, dass Männer Mühe haben an den Vätern, um zu ihrem Recht zu gehen und wirklich eine zentrale Bezugsperson sein dürfen im Leben von ihren Kindern. Und der kommt wahrscheinlich auch oder aus dem Familienbild, das man halt hat. Ja. Also eben, wenn Männer mehr die Möglichkeit hätten, zum auch mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, wären sie auch nicht so optional, oder? Ja, viele Männer schneiden sich ins eigene Fleisch, weil es als Teil eines Paares zusagen, um die Ernährerrolle zu übernehmen. Und das ist auch ein Prozess, ein Aushandlungsprozess, wo ein Paar miteinander entscheidet. Aber dann, wenn es zu einer Trennung kommt, dann heisst es, ja, du hast die ganze Zeit hast noch geschafft, hast dich nicht für Kinder gekümmert, obwohl der Mann das eigentlich nachdem nicht gemacht hat, weil er Lust hat zum Arbeiten, sondern einfach, weil er ein höheres Einkommen kann erzielen und darum bereit war, die Rolle in Kauf zu nehmen. Und nachher wird es zu seinen Lasten ausgeleitet. Ihr sprecht auf eurer Webseite ja auch an, dass halt eben innerhalb von der Geschlechterrolle, also halt innerhalb des Geschlechts Mann und Frau ja niemand gleich ist oder dass es eine riesige Vielfalt gibt. Haben ihr das Gefühl, es geht ohne Geschlechterrolle? Oder muss sich für euch einfach das Bild vom Mann ändern? Ja, also ich glaube, die Geschlechterrolle gibt es. Die haben sich aus ihrem Haus entwickelt und es wird auch wird's immer in irgendeiner Form geben. Die Frage ist einfach, wie eng sind die, wie bestimmend oder wie offen und wie vielfältig sind die? Und wir fordern einfach klar, dass sie relativ offen sein sollen, dass wir als Mann auch die fürsorgliche, sorgende Rolle leben dürfen. Dass wir zum Beispiel auch Zugang zu seinen Gefühlen und Bedürfnissen haben dürfen. Weil das ist eine riesige Dramatik im Leben oder in der Sozialisierung von fast jedem Mann, dass ihm einfach das verwehrt wird. Ja, das Weichheit. Genau, ein bisschen Weichheit. Ein echter Mann brüllt nicht. Mhm. Oder so. Ein echter Indianer kennt keinen Schmerz. Oder so. Und da wirst du von klein auf darauf gedrillt, zum hart zu sein, um keine Schwäche zu zeigen. Sonst bist du ein Pussy, ein Mädchen oder ein Sissi oder so. Ich meine, da wirst du stehst nach und nachher. Und dieser Prozess wird dann quasi wirklich in der RS abgeschlossen. Dort wird man dann wirklich zum richtigen Mann, in dem noch die letzten Gefühle und Weichheit austrieben wird. Und am Schluss hast du ein Wrack, das keine Sorgen zu seinen Gefühlen und Emotionen hat. Aber jeder Mensch hat das. Und wir fordern einfach, ein Mann darf auch ein ganzer Mensch sein. Er muss sich nicht auf ihren kleinen Teil reduzieren. Er darf natürlich auch gerne schaffen oder harte, starke Seiten haben. Er muss nicht völlig verweichlicht sein, aber er darf die ganze Palette an menschlichen Qualitäten zur Verfügung haben. Und er darf sich so entfalten, wie es seiner Persönlichkeit entspricht. Das fordern wir. Und dass einfach die sozialen Geschlechterrollen eigentlich relativ unbedeutend sind. Ja, dass nicht so eng sind, auch die Auffassung von Männlichkeit. Ja, weil es gibt wahrscheinlich viel wichtigere Rollen oder Identifikationsmerkmale als Geschlecht. Und bei uns in der Gesellschaft ist es im Moment, entweder du bist ein Mann oder du bist eine Frau. Ja. Und der Rest ist dann noch so, sind noch Schattierungen, aber das ist so das Bestimmen. Und dort müssen wir sicher weitergehen, zugunsten von allen. Und eben jetzt, wenn du sagst, dass die Rollen nicht so eng sind, oder? Momentan werden die Geschlechterrollen ja recht viel diskutiert unter Gender-Begriff. Und in so Diskussionen fällt vor allem von der Oppositionsseite immer wieder der Vorwurf von der Gleichmachung. Also quasi, dass es am Schluss einfach keinen Unterschied mehr gibt zwischen der sozialen Rolle von Frau und Mann. Was denkst du dazu oder ihr als Organisation? Weißt du eure Haltung zu dem Vorwurf? Das ist eine gute Frage. Was ist überhaupt das biologische Geschlecht? Und
Man kann sagen, die einen haben eine Vagina, die anderen einen Penis. Aber was das genau bedeutet, das wissen wir alle nicht. Wir wollen weder Frauen noch Männer in ein anderes geschlechtsneutrales Korsett hineinzwängen. Wir sagen auch nicht, wie der neue Mann sein muss. Von dem Begriff distanzieren wir uns. Aber wir sagen einfach, wir leben, sind so fest geprägt von Geschlechterrollen, von sozialen Geschlechterrollen. Die müssen wir überwinden. Und was nachher noch als biologisches Geschlecht herum ist, sehen wir dann. Und es ist auch mega spannend, zum Zusammenhang von Hormonen und Verhalten anzuschauen und wie sich das eben auch gegenseitig beeinflusst. Ein Mann oder ein Vater, der seinem frisch geborenen Kind viel schaut, der produziert auch Prolaktin, also ein Vorsorgehormon. Und Testosteron, das man so als Männlichkeitshormon beschreibt, das hat noch ganz viele andere Eigenschaften als einfach aggressives Verhalten. Und das ist so ein komplexes Gefüge und das kann niemand sagen. Wie das, ja, schon. Und ich meine, so gesehen ist es ein spannender Prozess, den wir jetzt unterwegs sind, um wirklich als Gesellschaft hier zu forschen. Also quasi einfach eben, es hat noch Geschlechterrollen, oder wenn man die auch fast nicht wegdenken kann. Aber ihr wollt es aufweichen und ihr wollt einfach mehr Vielfalt auch innerhalb. Ja. Toleranz auch gegenüber verschiedenen Auffassungen von Männlichkeit bzw. Weiblichkeit. Genau. Ja, das wäre es jetzt also von meiner Seite aus gewesen. Okay. Und wenn du noch irgendeine Nachricht hättest an alle Jungs und Männer da draußen? Ja, geht einfach euren Weg. Ich meine, das, was euch passt, und lasst euch nicht einschränken von dem, was die Gesellschaft erwartet oder wo ihr das Gefühl habt, müsst ihr erfüllen, um männlich sein oder irgendeiner Norm zu entsprechen. Ich meine, das, was euch passt, und es gibt auch und euch zum Anecken, weil schlussendlich tun ihr euch selber einen Gefallen und helfen somit, um unsere Gesellschaft zu verändern. Und ganz wichtig ist für den Vaterschaftsurlaub, wenn der in 2-3 Jahren zur Abstimmung kommt, stimmt ja. Weil ohne den wird es keine Gleichstellung geben. Das ist auch das entscheidende Element. Darum stimmt dort ja. So, Vertrauen auch, ihr meint das tiptop. Kommt gut. Auf dem Heimweg lasse ich nochmal alle Interviews Revue passieren und mit ihnen alle Gedanken, die mir seit dem Anfang der Vorbereitungen für diesen Film durch den Kopf gegangen sind. Soziale Geschlechterrollen sind ein komplexes Thema mit einem enormen Einfluss auf unser Leben als Gesellschaft. Aber ich denke, ich habe da so eine Vision. In einer fernen Galaxie der Zukunft leben Männer befreit von ihrem starren Rollenbild des starken, erfolgreichen Mannes. Ihnen wird nicht schon mit Spielzeug und Kindheitshelden klargemacht, in welche Welt sie gehören. In der Jugend können sie sich an vielfältigen Rollenbildern orientieren, um ihre Identität zu finden. Und im Erwachsenenleben steht keine soziale Konditionierung versteckt hinter jeder Entscheidung, die sie treffen. Sie dürfen weinen, lachen und lieben. Alle Interessenbereiche und Berufswelten stehen ihnen offen. Durch die Aufweichung des männlichen Rollenbildes stehen das Identitätsbild von Frau und Mann nicht mehr im Widerspruch zueinander. Sie leben gleichberechtigt und ihr zukünftiges Familienmodell können sie frei gestalten, unabhängig von wirtschaftlichen oder politischen Barrieren. Es wird nicht mehr darüber diskutiert, welche Merkmale biologisch bedingt sind und welche nicht. Denn es wurde erkannt, dass diese für die Toleranz an sich nie eine Rolle spielten. Denn in einer industrialisierten Gesellschaft macht es nun mal keinen Sinn mehr, einem Menschen gewisse Bedürfnisse und Interessen zu verwehren, bloß weil er oder sie bestimmte biologische Merkmale trägt. Hey Boy, fühl dich frei. Frei, den Mann zu stehen, den du in dir siehst.